wird eh nichts, Junge. Jetzt mach ich jetzt nicht wieder alles vor. Sag wieder alles, sonst wird eh nichts. Weiter geht's mit der Legend of Zelda. Link, du passt. Das ist jetzt mein 8. Versuch im Kampf gegen Ganon. Vielleicht wird es ja diesmal was. Höchstwahrscheinlich wird es aber nichts. So. Gib ich ihm noch einen Hit mit hier, zack. Grill, wer hätte gedacht, das ist ein kleiner Strolch, wie du so viel Ärger gemacht. Ich kann es nicht glauben, dass du mein zweites Ich, Akanim, zweimal besiegt hast, aber in mir hast du dein Meister gefunden, das zwei was bringst du nie und den Meister werde ich vernichten, dann werde ich der Herrscher über beide Welten sein. Den Text kann ich jetzt wirklich bald auswendig. Ich habe es anfangs immer als Witz gesagt, aber jetzt. Jetzt ist langsam echt kein Witz mehr. Jetzt kann ich den halt wirklich auswendig. Ich hoffe mal, es reicht. Ja, doch, es reicht. Alter, was macht er denn jetzt? Ich jetzt hasse. Danke. Jetzt sprengt er das an der Seite weg. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich immer verliere. Weil ich da immer runterfall am Ende. Drei. Zack. Und vier. Ganz schön tapfer, Junge. So, jetzt geht der Shit hier aus. Ach Mist, das reicht. Ich komme nie ran. Hey, was war das denn jetzt? Mein Gott. Ja, bitte. Bitte, bitte. Ja, ein Hit. Dort. Oh nein, hiervor habe ich schon mal Angst. Nein, das... Warum ist es so knapp? Das kann doch nicht legal sein, wenn das so knapp ist. Das kann doch nicht legal sein. Da gibt es doch bestimmt irgendein Gesetz dagegen. Muss es geben. Oh shit, Junge, ich wäre fast wieder runtergefallen. Ja, da komme ich eh nicht ran. Ich dort bin, teleportiert er sich weg. Es ist so absurd. Es ist so absurd. Es ist so absurd. Ja, jetzt steht er wieder unten. Wenn es anzündet, steht er unten. Und wenn es angezündet hat, ist er dann oben. Kommt zwei. Es ist schon das zweite oder es ist schon das dritte? Wenn es das dritte ist, dann ist es mein Rekord. Wenn es das zweite ist, dann ist es kein Rekord. Ah, fuck! Oh, jetzt laufe ich noch runter. Ja, komm. Ja, was bringt mir das? Jetzt muss es das. Ja, das. Jetzt ist es das dritte. Das ist also mein neuer Rekord. Oh shit, mach keine Scheiße. Okay, bitte, bitte, bitte triff jetzt, du Scheißpfeil. Bitte triff jetzt! Jetzt muss es aber. Ja! Beim 8. Versuch! Du
Ich habe noch mal 40 Minuten gebraucht. So, wenn man bei Ghana an der Seite runterfällt, kommt man hier raus. Als kleinen Fun Fact. Sobald Ganon benommen wirkt, gebe ihm den Rest mit den Silberpfeilen, verstanden? Yep, das war's dann. Oh Junge, was eine Grafik. Sei willkommen, Link. Ich bin das Wesen, das Triforce, die goldene Macht. Das Triforce wird dem Wesen alle Wünsche erfüllen. Wesen alle Wünsche erfüllen, welches es berührt. Ach. Handelt es sich dabei um jemanden mit einem reinen Herzen, werden gute Wünsche wahr. Okay. Handelt es sich aber um jemanden mit dunkler Seele, werden böse Wünsche wahr. Was ist, wenn ich ein reines Herz aber eine dunkle Seele habe? Je stärker der Wunsch, umso mächtiger die Erfüllung dieses Wunsches durch das Triforce. Ganon wollte die Welt erobern, so wurde aus dem goldenen Land die Schattenwelt. Hier konnte Ganon seine Macht vergrößern, mit dem Ziel, auch Hyrule zu erobern. Muss ich jetzt A drücken? Ja, muss ich. Logisch. Doch du hast Ganon besiegt, seine unheilvolle Macht und die Schattenwelt verschwand. Und das ist schade. Die Schattenwelt war eigentlich cool. Das Triforce ist bereit für seine neuen Gebieter. Halte diese Macht in deinen Händen. Ach, ich? Berühre das Triforce mit einem sehnlichen Wunsch in deinem Herzen. Ja. Was Link sich wohl wünscht? Die Rückkehr des Königs Hyrules Schloss. Ach, das sind jetzt die Credits. Das sind sie alle wieder. Der gute Priester, Kathedrale. Hey, der ist doch tot, dachte ich. Lebt er wieder? Oder wie jetzt? Gibt es auch einen schlechten Priester? Sahasralas Heimkehr. Wieder zurück in Kakariko. Krank. Die Geier in der Wüste. Wüstenpalast. So, jetzt muss ich bestimmt ein Fazit oder so geben. Oh, da ist der Dieb. Ja, das Spiel war cool. Ich glaube, es hätte deutlich länger gebraucht, hätte ich nicht die Komplettlösung zur Hilfe genommen, aber. Oh, die sind zurück in unsere Welt. Ja, logisch. Jetzt, wo die andere Welt kaputt ist. Ja. Dein Onkel ist genesen. Genesen? Flossen zu verkaufen. Zu Rasswasserfall. Die Hexe und ihr Schüler. Magie-Shop. Was zeigen die eigentlich gerade? Zwei Holzfäller, Holzfällerhütte. Was für ein Display als nächstes kommt, könnte ich vielleicht auch klären. Und zwar, weiß ich es nicht. Vielleicht kommt auch gar nichts mehr und ich hör auf. Keine Ahnung. Ne, bezweifle ich. So lange geht das noch. Ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, nicht den ganzen Tag Zeit. Ich habe noch was zu essen. Warum mache ich das?
Die Dorfbewohner. Der verirrte alte Mann. Sehr cool, wenn das wie in Super Mario wird, noch am Ende so die Namen der Gegner zeigt. Das fehlt mir ein bisschen, um ehrlich zu sein. Ach, das ist der, der mich geheilt hatte und bestimmt. Der Dieb in den Wäldern. Oder war das bedacht ich? Ne, die Mann, den Typen. Wobei, ich habe ja auch indirekt das Master Sword geklaut. Oh, ich hab's zurückgegeben. Na gut, Link. Das ist doch eine ehrenvolle Tat. Das muss ich dir lassen. Für immer. Für immer, das würde ja bedeuten, dass A Link to the Past ganz Ende an der Timeline ist. Ist es aber, glaube ich, nicht. Produzent. Ach jetzt gehen das die Credits los. Ach, Hiroshi Yamauchi, den gab's ja auch noch. Der alte Nintendo-Präsident. So, jetzt kann ich wie immer die ganzen Namen vorlesen, aber das erspare ich mir mal. Regie, Assistenz, das wird zusammengeschrieben, aber okay. Bei Objektdesign, ja, wird auch zusammengeschrieben. Warum schreiben sie Screen Grafikdesign, aber Objektdesign nicht zusammen? Ist das eher so willkürlich oder? Weil hier Background Design haben sie auch wieder zusammengeschrieben. So, wer ist der Übersetzer? Ah, jetzt der 18. März. Mal sehen, wann das hochgeladen wird. Ich muss es ja auch erstmal noch schneiden. Das sollte ich mir auch mal vornehmen. Ich habe jetzt bis Part 13. Also uneinschließlich Part 13 geschnitten. Ich kann mir vorstellen, dass es wieder so ist wie Soundeffekte. Das ist auch zusammengeschrieben. Okushi Kondo wieder mal. Ja, okay, der ist es immer. Der ist es einfach immer. Also ich will jetzt echt nicht ungeduldig sein, aber kann das bitte endlich vorbei sein? Ah, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwas reden. Susanne Pohlmann und Atsuko Matsumoto. Okay. Besonderen Dank an Michael Friesel, Angelika Raugust, Nobuo Okushima, Kiyoshi Koda, Hironobu Kakui und Shigeki Yamashiro. Mhm. Spielverlauf, was soll das heißen? Oh nein. Was meint ihr mit Spiele? Was sind das jetzt, die Tode oder wie? 3 plus 3, 10? 10, 16? 17? Ah, ich kann mir vorstellen, ich rechne das jetzt zusammen. Am Ende steht es eh da. 20, 22. Ganums Turm 0. 19? Das geht auch noch. Ich hätte vielleicht so auf 87 geschätzt, aber 19 geht noch. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
The End. So, und hier. Hier steckt es jetzt fest. Nicht. Wie ich es hasse. Wie ich es verachte. Ganz ehrlich, dann hättet ihr halt eingebaut, dass sich jetzt ein, dass jetzt ein Soft Reset ausführt oder so, aber warum das? Oh shit, jetzt habe ich verkackt. Zum Glück sieht man es jetzt nicht. Oh nein. Oh nein. Was mache ich? So, perfekt. Also das war's dann mit The Legend of Zelda: A Link to the Past und dann bis zum nächsten Video, wann auch immer das kommen wird und was auch immer das sein wird. Tschüss.